99 Affen – Ideen für eine bessere Welt. Ich bin wieder zurück aus Peru und Guatemala und heute, wie versprochen, mein Bericht von meinem 11-tägigen Ayahuasca-Retreat in Peru. Und es war wirklich eine sehr intensive, extreme Erfahrung. Also es ist Pflanzenmedizin oder Ayahuasca ist wirklich kein Weg für jeden und für jede und auch nichts für sehr empfindliche Gemüter in vielerlei Hinsicht. Aber es ist auch wirklich eine sehr, sehr kraftvolle Medizin. Und ich berichte einfach ein bisschen über die Highlights und die Lowlights, was mich besonders beeindruckt hat, wie mir das Zentrum gefallen hat. Schon ein bisschen ein Spoiler, sehr, sehr gut. Ich kann das Zentrum wirklich ganzen Herzens und wirklich ganzem Herzen empfehlen. Ich werde aber auch berichten, eben, was schwierig war, worauf man sich einlässt, wenn man diesen Weg geht. So dass ihr vielleicht selber beurteilen könnt, ob ihr diesen Weg gehen möchtet, ob euch das anzieht, ob ihr einen Impuls dazu habt, ob ihr es mal hier ausprobieren wollt. Und dafür verlinke ich eben auch den Podcast zu meinem Ayahuasca-Retreat hier im November in Deutschland, so dass ihr da vielleicht auch noch mal guckt, ob das vielleicht ein Einstieg ist. Ganz kurz im Vorhinein, ich bin jetzt seit dem Wiederkommen oft gefragt worden, würdest du es nochmal machen? Und meine Antwort ist ganz klar ja, auf jeden Fall. Die zweite Frage ist dann, wirst du es nochmal machen? Und da ist die Antwort wahrscheinlich nein in der Form. Das war so eine einmal im Leben Erfahrung. Einmal kurz, was passiert da in diesen 11 Tagen oder was haben wir gemacht, was war da? Also das ist mitten im Dschungel, ist in der Nähe von Iquitos im Amazonasbecken in Peru. Das heißt, das Klima ist sehr, sehr feucht und warm. Also es ist so richtiges Dschungelklima. Es ist anstrengend, aber ich habe es besser vertragen, als ich dachte. Ich komme aber dann ein bisschen zu den Lowlights, dass einfach diese hohe Luftfeuchtigkeit ein bisschen Spuren hinterlässt in den Sachen, die man mitnimmt und so das tägliche Leben etwas anstrengend macht. Das aber dazu zu den Punkten, die vielleicht ein bisschen anstrengend oder die anstrengend waren. Also, es liegt in der Nähe von Iquitos, ungefähr eine Stunde mit dem Bus dann entfernt und liegt sehr schön in einer Lichtung, es ist recht neu und dieses 11-tägige Retreat in diesem Zentrum besteht aus 3 Aspekten oder aus 3 Teilen. Einmal, es gibt 5 Ayahuasca-Zeremonien. Normalerweise ist immer ein Abend dazwischen, aber manchmal die letzten beiden waren dann wirklich Abend an Abend. Also 5 Ayahuasca-Zeremonien, das ist viel, finde ich. Dann der zweite Teil war eine Dieta. Dieta heißt, ja, also man muss bestimmte Ernährungsvorschriften einhalten, kein Salz, kein Zucker, kein Öl. Das ist okay, kein Problem. Eine Diäte heißt aber vor allem auch, dass man mit seiner Meisterpflanze über Pflanzentees Kontakt aufnimmt. Das heißt, am ersten Tag hatten wir eine persönliche Konsultation mit Don Miguel, dem Curandero in diesem Zentrum, dem Schaman. Und er hat uns gefragt, was wir so an körperlichen Beschwerden haben oder an emotionalen Themen oder was wir mitbringen. Und dann hat er uns einen Behandlungsplan aufgestellt. Dazu gehört eben auch, aber dass er schaut, welche Meisterpflanze im Moment oder auch generell zu einem passt oder mit einem arbeiten möchte. Und mit dieser Meisterpflanze nimmt man dann insofern Kontakt auf, dass man hingeht, dass man Kontakt aufnimmt, wie man das auch sonst immer macht. Vor allem aber auch diese Pflanzenauszüge von dieser Pflanze trinkt. Meistens sind es die Wurzeln oder die Rinde. Der dritte Teil von diesem Ayahuasca-Retreat ist, dass Don Miguel einen Behandlungsplan aufgestellt hat. Also, dass man auch sehr viele Anwendungen bekommen hat, zum Beispiel Kräuter, ein Dampfbad, also eine Dampfsauna, sogenannte Bäder. Das war eine große Schüssel und dann mit bestimmten Pflanzen, Frischpflanzen, Rinden, Wurzelauszügen. Und dann hat man das über sich drüber geschüttet. Also man hat sozusagen gebadet, indem man eben das Wasser über sich drüber hat laufen lassen. Das war sehr angenehm. Es gab aber auch sehr viele andere
andere Behandlungsarten. Ich habe morgens immer einen besonderen Drink zubereitet bekommen. Der war nur für mich oder ein Haarwuchsmittel zum Beispiel bei Haarausfall gegen Schuppenflechte von einem Teilnehmer. Das wurde behandelt, Knieschmerzen wurden behandelt. Also wirklich alles, was man eben mitgebracht hat an Themen, dafür wurde ein Behandlungsplan aufgestellt. Also es passiert wirklich ganz viel. Mir persönlich ab einem bestimmten Punkt ein bisschen zu viel, weil das sehr viele Informationen waren, die dann im Organismus gekreist sind. Also das Ayahuasca und dann die Meisterpflanze, also diese Kräuter, diese Auszüge, diese Pflanzentees, Pflanzenauszüge, plus dann noch die ganzen Heilmittel von außen und von innen. Das war für mich ab einem bestimmten Punkt dann zu viel Information. Das ist aber, es hat einfach mit mir zu tun, sodass ich die letzten 2 Tage dann absolut nichts mehr genommen habe und mich dann wirklich auf meine Meisterpflanze eingestellt habe, also auf den Kontakt mit meiner Meisterpflanze. Aber das ist für mich ganz individuell. Also es gibt wirklich ganz viel, was man dort angeboten bekommt. Die Highlights. Ganz, ganz viel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Angefangen von der Betreuung unseren beiden Facilitators, Warren und Christina, nochmal ganz herzlichen Dank an euch beide, die für Fragen zuständig waren, übersetzt haben, die immer da waren, immer ansprechbar waren, die auch Kurse, also wir hatten dann auch Kurse, wir hatten Kurse in Shipibo-Geschichte, wir hatten Kurse in Heilpflanzen, wir hatten Kurse in Singen. Ikaros singen, das sind diese speziellen Gesänge, die von den Pflanzen gelehrt werden und die Shipibo vor allem oder im Amazonasbereich, die dann gesungen werden. Das überträgt sozusagen die Kraft der Heilpflanze auf denjenigen, für den gesungen wird. Also es gab ganz viel drumherum und die beiden waren eben immer da und das war super toll, die beiden da zu haben, auch in den Zeremonien. Das ist also, ich habe mich wirklich rundum super betreut, gefühlt, super, super willkommen. Zweites Highlight, Don Miguel und seine Familie und alle Arbeiter und alle Damen in der Küche. Also super, super nett, super, ein ganz, ganz guter Ort. Drittes Highlight, definitiv die Gruppe. Ich habe selten so eine harmonische, trotz größter Unterschiede vom Alter, Walks of Life und so weiter, selten so eine gute Gruppe, so eine harmonische Gruppe erlebt. Uns ging es zeitweise wirklich richtig schlecht. Das gehört so ein bisschen, nein, nicht ein bisschen, das gehört dem Ayahuasca-Weg einfach dazu. Es ist wirklich nichts for the faint of heart. Also wirklich, das muss man wollen und man muss auch wissen, worauf man sich einlässt. Einem geht es schlecht, vor allem die ersten 3, 4 Tage, weil das wirklich so eine Reinigung komplett von Körper, Geist und Seele ist und das ist nicht angenehm. Und ich habe mir dann öfters gedacht, das wäre jetzt so einfach, weil es einem so schlecht geht, irgendwie der andere atmet zu laut oder weiß der Himmel was. Also das auch wirklich, dass man gereizt ist und auch das an anderen auslässt. Ganz im Gegenteil, es war ganz das Gegenteil. Es war wirklich so, kann ich dir was bringen? Brauchst du was? Es war wirklich von vorne bis hinten eine einzige, wirklich Seelenfamilie, die sich getroffen hat. Also das war ein absolutes Highlight. Highlight war meine Verbindung zu meiner Meisterpflanze. Ich war mit einem anderen Teilnehmer die einzigen, die eine andere Meisterpflanze zugewiesen oder bekommen haben, Verbindung hatten. Die anderen hatten alle einen bestimmten Baum. Und dieser Baum war auch eins der Highlights. Es gab ganz viele ganz geheimnisvolle Dinge, die da waren. Und der Dschungel ist wirklich ganz besonders. Und da passiert natürlich wirklich ganz viel in diesem Zwischenbereich zwischen dem normalen Leben und diesem mystischen dahinter oder diesem aufregenden dahinter, diesem feinstofflichen dahinter, dieser Welt der Spirits. Also wirklich diese Verbindung, die da sehr dünn ist, der Schleier ist da sehr dünn. Aber der Kontakt mit diesem Baum, mit dem Neuerau, war wirklich eins der Highlights. Deswegen erzähle ich ein bisschen was dazu, bevor ich dann auf die anderen Highlights noch kam. Einmal eine Ayahuasca-Zeremonie, die ganz besonders war. Und dann werde ich aber auch so ein bisschen auf anstrengende Sachen kommen. Also auf Sachen, da muss man wissen, dass man sich drauf einlässt. Und ja, da komme ich dann auch noch dazu. Aber erst unter anderem der Kontakt mit dem Neuerau. Der Neuerau ist ein ganz seltener Baum,
den, ich habe gehört, den es nur 5 oder 6 Mal bekannt im Amazonasbereich gibt. Ich halte das für sehr gering, weil der Amazonasbereich ist so groß und naja, aber jedenfalls dieser Baum ist was ganz Besonderes. Und es gibt dieses Zentrum, weil es diesen Baum dort gibt. Also dieses Zentrum ist entstanden, weil dieser Baum dort ist und Don Miguel eben dann dieses Grundstück gekauft hat wegen des Baums. Dieser Baum ist wirklich ganz, ganz besonders. Er hat extrem viel Kraft. Wir sind am ersten Abend in der Dunkelheit hinmarschiert. Das sind ungefähr 5 Minuten von dem Zentrum durch den Dschungel. In der Dunkelheit, und das ist schon besonders, wenn man wirklich nachts durch den Dschungel läuft, die Geräusche und es ist sehr warm und feucht und es ist sehr, sehr besonders. Und dann sind wir zu diesem Baum gekommen. Ich habe selten ein Lebewesen getroffen, gesehen, das so eine starke Energie hat wie dieser Baum. Ich konnte mich dem nicht gut nähern. Für mich war es zu viel. Es war auch eine ziemlich, es ist von der Art her so eine silbrige Energie gewesen, also sehr, sehr kräftig. Und er schießt wirklich in den Himmel. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl von kosmisch, das Gefühl. Also von etwas, was wirklich aus dem Weltall auf die Erde gekommen ist. Und ich musste mich wirklich musste ein bisschen Abstand halten, mir war es zu viel. Und dann haben wir die Lichter gelöscht. Warren hat gesagt, wartet ein bisschen, bis eure Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen. Und nach einer halben Minute ungefähr ist ein Wunder passiert, nämlich überall auf dem Boden waren Millionen von Sternen, von Lichtpunkten. Es wäre, als würde man im Weltall stehen und nach unten in dieses Sternenmeer schauen. Die Blätter vom Neurau leuchten im Dunkeln. Also die abgefallenen Blätter, die auf dem Boden liegen. Das war ein ganz, ganz besonderer Moment. Und dann hat Warren noch gesagt, ich habe eine Überraschung für euch und hat dann seine Flöte hervorgezogen und dann auch noch Flöte gespielt. Und das war ein unglaublich schöner Moment. Und dann sind wir alle ganz, ganz bewegt wieder zurück ins Camp. Und die meisten hatten eben den Neurau als Meisterpflanze. Ich und der Bernhard haben eine andere Pflanze bekommen, zugewiesen bekommen. Ich hatte direkt von Anfang an vor meiner Hütte wuchs ein wunderschöner Buschbaum mit wunderschönen Blüten und die Bubinzana. Und irgendwie habe ich immer mehr gemerkt, dass ich da immer öfters hingeschaut habe und dass da eine Verbindung entstanden ist. Und so war meine Meisterpflanze die Bubinzana. Und das war auch eins meiner weiteren Highlights, war dieser Kontakt zu meiner Bubinzana, also zu der Bubinzana meine nicht, sondern es ist eher andersrum. Aber es war wirklich ein ganz starker Kontakt da. Und zwar interessanterweise nicht über die Tees und Auszüge. Und das war auch eine der Erkenntnisse, die ich mitgenommen habe, dass mir das zu viele Informationen sind und dass mir das auch zu dicht ist. Alles ist ein Akkord, also alles hat ja so verschiedene Töne im Akkord. Und das sind eben so diese physischen Töne. Und ich habe festgestellt im ganzen Retreat auch, dass ich eher auf den oberen Ebenen senden und empfangen kann, weil das meine normale Art ist, wahrzunehmen. Und dass das andere mich eher ablenkt oder das eher verhindert, dass mir das zu grobstofflich war tatsächlich oder ist. Also der Kontakt war dann am besten, wenn ich mich wirklich einfach hingestellt habe, gesungen habe für die Pflanze, einfach da war, genauso wie ich war. Genauso roh und wund und nackt manchmal innerlich, also vom Herzen her, und gesagt habe, okay, da bin ich gerade. Hilf mir, wenn du kannst oder magst. So, und das war wirklich ganz besonders. Und ja, das ist etwas, was jetzt als Verbindung auch wirklich geblieben ist zu dieser Pflanze. Das war ein Highlight. Und die dritte Ayahuasca-Zeremonie für mich persönlich war ein Highlight, weil da wirklich ganz viele Visionen auch da waren. Ja, also wenn euch das mehr interessiert, dann schreibt es unten in die Kommentare. Dann mache ich nochmal einen weiteren Podcast darüber, über meine Erfahrungen in der Ayahuasca-Zeremonie. Das interessiert sich ja nicht alle. Wenn es euch interessiert, schreibt es drunter, dann gucke ich, dass ich da vielleicht noch einen Bericht speziell für das, was da passiert ist. Das ist sehr individuell, deswegen ist das ein bisschen schwierig auch hier zu erzählen. Aber in der dritten Zeremonie war es wirklich so, dass nach der ganzen ersten Übelkeit, das kommt jetzt gleich zu den Lowlights, wirklich Visionen da waren. Und die waren auch recht stark und die waren auch sehr, sehr eindrücklich und sehr, ja, sehr bewegend auch. Also das waren mit ganz vielen anderen Sachen ganz, ganz viele Highlights.
Okay, jetzt zu den Lowlights, meine persönlichen vielleicht einfach auch, also worauf man auch wirklich sich einlässt, weiß, worauf man sich einlässt. Es war wirklich körperlich und emotional eine sehr extreme Erfahrung. Also Ayahuasca ist eine sehr extreme Erfahrung. Und das ist nicht nur während der Zeremonie so, sondern das wirkt auch ganz schön nach. Und mir war die ersten 3 Tage im Prinzip permanent schlecht und wirklich auf so eine böse Art, also nicht so eine latent im Hintergrund, wenn man Kopfschmerzen hat, dass man sagt, oh, sondern wirklich auf eine sehr massive Art. Wir waren sehr geschwächt nach ein paar Tagen. Das liegt an dieser Dieta, das liegt aber auch so ein bisschen, ja, es liegt einfach auch an dem Ayahuasca. Es ist körperlich sehr fordernd, dieses ständige Übergeben. Und je nachdem, wie leicht oder schwer man sich damit tut, das gehört einfach dazu. Das hat uns alle betroffen, mal mehr, mal weniger, aber ich weiß, bis auf einen haben sich alle entweder immer übergeben, mehrfachst oder auch ganz heftig zum Teil und manchmal eben etwas weniger, aber trotzdem, das gehört einfach dazu, das ist dieser Reinigungsprozess. Für mich war es so, dass in den ersten 2 Zeremonien zumindest die Übelkeit so stark war, dass ich mich überhaupt nicht auf irgendwas anderes, Visionen oder wirklich das Zurücklegen und dann Visionen haben, konzentrieren konnte. Ich konnte mich gar nicht drauf einlassen oder fallen lassen. Aber ich weiß auch, die Pflanze hat ihren eigenen Kopf, die weiß selber, was sie tut und was sie nicht tut. Das war bei jedem von uns ganz unterschiedlich. Das war wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und beim 3. Mal war es dann auch eben so, dass ich dachte, ah ja, okay, jetzt ist genug draußen, so dass jetzt wirklich auch die Tür offen ist zu den Visionen. Was auch dazu gehört, das war bei mir jetzt nicht der Fall, aber bei vielen anderen, es holt wirklich Trauma und Belastung, es holt es wirklich nach oben. Also da kommt wirklich ganz viel aus dem Unterbewusstsein nach oben. Das soll es ja auch, das ist der Sinn der Sache, dass das schnell rausgeht, also vergleichsweise schnell, eben nicht über 20 Jahre Therapie. Und das hat auch eine Teilnehmerin gesagt, sie sagte, diese 3, 4 Ayahuasca-Sitzungen waren wie 100 Jahre Therapie. Und bei einigen von uns war es wirklich so, dass es ein Leben davor und danach gibt. Also das haben viele im Sharing auch gesagt. Es gibt ein Leben vor Ayahuasca und es gibt ein Leben danach. Und man sah wirklich bei vielen eine Verjüngung. Also gerade bei einem Teilnehmer, der sah wirklich innerhalb dieser 11 Tage um 10 Jahre jünger aus. Wir haben alle Gewicht verloren, bei uns allen sind die Hosen gerutscht und so. Das liegt an dieser Ernährung und das liegt eben auch daran, dass man ja einfach viel, viel verliert auf allen Wegen. Aber es war wirklich bei vielen, viele sahen wirklich komplett anders aus und man merkte wirklich, die Lebensgeister kommen zurück, die viele Jahre vielleicht auch eingefroren waren oder eben sehr gebunden in Trauma. Also es ist eine sehr mächtige Energie. Anderes Lowlight war einfach, es ist sehr feucht warm, es ist ein unheimlich anstrengendes Klima und meine Klamotten sind geschimmelt. Also es war wirklich so und bei den anderen auch. Alles, was nicht in meinem Koffer war, und ich war schon wirklich gut ausgerüstet, weil ich das ja wusste und uns wurde das ja auch gesagt, hat angefangen zu schimmeln. Eine Jacke und ein Kleid, also alles, was draußen hing, also draußen in der Hütte meine ich, nicht in meinem Koffer war, hat wirklich geschimmelt. Und die Sachen wären nicht mehr trocken, also man hat ständig feuchte Sachen an, feuchte, klamme, nicht gut riechende Sachen an. Alles riecht nach Schimmel, alles riecht modrig. Das gehört einfach dazu. Dann, was natürlich auch dazu gehört, Kakerlaken. Ich hatte nur 2 tatsächlich. Also meine Hütte lag entweder günstig oder keine Ahnung, irgendwas. Ich habe am Anfang eine gesehen und dann hatte ich eine noch, die mochte ich tatsächlich sehr gerne. Ich habe sie Harry genannt. Also Harry und ich. Harry ist ein netter Kerl. Also ich mochte Harry wirklich gerne. Das heißt, Harry ist aber immer, wenn ich Licht angemacht habe, eben war nur an der Wand und ist dann wieder nach oben verschwunden. Also Harry und ich hatten eine gute WG. Wenn das jetzt 100 Harrys gewesen wären, wäre es sicher auch anders gewesen. Und die anderen, die woanders auf dem Gelände waren, die hatten auch mehr Probleme damit. Da war wirklich viel in den Taschen und die mussten immer alles ausschütteln. Und also das muss man einfach auch wissen. Das ist, also wenn man sehr empfindlich, was Umgebung anbelangt, ist, sollte man sich das überlegen, ob man das in Peru macht oder woanders. Lowlight ist einfach, wie gesagt, einem geht es wirklich manchmal phasenweise richtig, richtig körperlich, emotional, seelisch, geistig, wirklich, richtig schlecht. Genau, aber wir wussten alle, und das fand ich unglaublich beeindruckend von allen in meiner Gruppe. Die hatten wirklich zum Teil ganz, ganz schwere Zeremonien. Also wirklich mit Weinen und Trauma und körperlich extremste
Panikattacken zum Teil und wirklich das Gefühl, einer unserer Teilnehmer interessanterweise hatte das Gefühl, dass er gebiert, also dass er ein Kind zur Welt bringt oder sich selber zur Welt bringt. Also er hat einfach die Symptome beschrieben und wir standen an der Passkontrolle. Wir sind dann, als wir zurückgeflogen sind, waren wir dann noch zu dritt an der Passkontrolle in Lima. Und dann hat er uns das nochmal erzählt, als wir in der Warteschlange standen. Und dann sagte die Freundin, wir waren ja zu dritt, Adil, die hat immer nur gesagt, Labour, also Wehen. Die hat zwei Kinder, die weiß, wovon sie spricht. Und dann hat er so ein bisschen weiter erzählt und dann hat sie wieder gesagt, Labour, wieder Wehen. Und dann hat er gesagt, ja, das hat total Sinn gemacht. Also war wirklich so, als würde er irgendetwas in die Welt bringen. Also trotz aller dieser schweren, schweren, manchmal wirklich zum Teil auch wunderschön. Also das soll jetzt nicht so klingen, als wäre das alles nur schlimm gewesen, sondern jeder hatte auch mindestens eine ganz, ganz großartige Zeremonie, wo wirklich Fragen beantwortet sind, worden sind, Kontakt wirklich ins Universum, die Intentionen wirklich ein nach dem anderen beantwortet, mit denen wir, also Fragen, Intentionen, mit denen wir da rein sind. Wir hatten alle, manche sogar nur solche. Es gab auch von uns welche, die wirklich eine großartige Zeremonie nach der anderen hatten. Aber für die meisten war es so, dass die ersten zumindest wirklich schwer waren, weil da eben alles Alte hochkam. Und ich fand das unglaublich beeindruckend, dieses Commitment, also diese Entschlossenheit. Und die saßen am nächsten Abend wieder auf der Matratze, auf der Matte und haben sogar noch mehr Ayahuasca genommen. Und das hat mich unglaublich beeindruckt. Und einer von uns sagte, I'm committed to see this through. Also ich bin wirklich auch entschlossen, also wirklich das auch zu machen. Also wir wussten alle, warum wir da sind. Und ich fand, dass diesen Fokus und diese Disziplin, also Disziplin klingt, das klingt alles immer so deutsch, ich mache das und ich verpflichte mich da selber, mir zuliebe einfach, das jetzt auch wirklich zu machen, auch wenn es mir schlecht geht, fand ich unglaublich beeindruckend. Also rundum, ich kann das Zentrum ganz, ganz guten Herzens, wirklich guten Gewissens und mit vollem Ja empfehlen. Das ist wirklich super da. Don Miguel ist ein ganz toller Mensch, ein ganz toller Heiler, ein ganz toller Schamane. Und die beiden Facilitatoren bei uns, das wechselt sich ja mal, waren ganz, ganz toll. Alle Menschen, die dort arbeiten, die Arbeiter und der Assistent, die Damen aus der Küche, wirklich ein ganz, ganz guter Ort. Ja, es ist eine extreme Erfahrung. Man sollte wirklich wissen, ob man das möchte. Und wenn man Impuls dazu hat, ist das ein sehr guter Ort, das zu machen. Vielleicht kann man es erstmal in Deutschland ausprobieren und dann einfach sagen, ist das ein Weg für mich? Und dann einfach dieses große Abenteuer wagen. Das ist es nämlich einfach. Es ist wirklich am anderen Ende der Welt. Es ist im Dschungel. Es ist eine Woche oder 11 Tage wirklich, ist man in einer ganz anderen Welt, eine ganz andere Dimension, eine ganz andere Zeit, ein anderer Ort. Es fühlt sich wirklich ganz anders an, wie so eine Schneekugel. Und dann kommt man wieder zurück nach Iquitos, wuselig, laut, lärmig, Abgase, stressig. Das war wirklich beim Zurückkommen vor allem ein unglaublicher Gegensatz, der uns allen auch sehr zu schaffen gemacht hat. Und man hat wirklich eine Woche gebraucht, um wieder, was Essen anbelangt und so das Ganze, um wieder in die normale Welt reinzukommen. Es ist eine ganz, ganz besondere Erfahrung. Es ist wirklich so eine Once-in-a-Lifetime-Experience. Also wirklich so etwas, was man einmal im Leben macht. Ich kenne viele, also viele von uns sind auch, die wollen nächstes Jahr wiederkommen aus der Gruppe. Wie gesagt, bei mir eher eine Once-in-a-Lifetime-Experience. Weil ich auch gemerkt habe, auch das ist eine Erkenntnis, die ich daraus gezogen habe, dass ich mit wachem Bewusstsein viel leichter in diese Bereiche reinkomme als mit Pflanzenunterstützung. Ja, also wie gesagt, wenn ihr interessiert seid an mehr an dem Inhalt von dem, was das gemacht hat, also sowohl der Kontakt mit meiner Meisterpflanze als auch der Neuerau, als auch die Ayahuasca-Zeremonien, dann schreibt es in die Kommentare. Das ist einfach, sagen wir mal, vielleicht interessiert es nicht jeden oder jede, deswegen einfach auf Anfrage sozusagen. Und dann werde ich da gerne noch näher drüber berichten. Also eine ganz große Erfahrung, eine intensive Erfahrung, eine wirklich extreme Erfahrung. Ich habe zeitweise wirklich gedacht, was tue ich hier eigentlich und warum tut man sich das an? Also es war wirklich körperlich eine sehr extreme Erfahrung und eine von uns, Marianne, hat auch gesagt, das war, glaube ich, sie musste dann einmal, manche von uns haben so ein Purgativo bekommen, also
eigentlich ein Reinigungsmittel sozusagen. Aber sie sagte, das war eigentlich mit das Schlimmste, was sie jemals in ihrem Leben gemacht hat. Aber es war, wie gesagt, von der Wirkung her hinterher. Also man währenddessen denkt man wirklich, was tue ich hier eigentlich? Aber man weiß auch, warum man das macht. Es ist alles freiwillig, man muss überhaupt nichts. Es war sehr angenehm. Ich habe dann wirklich die fünfte Zeremonie auch nicht mehr, kein Ayahuasca mehr genommen, weil ich nach der vierten wirklich klar gemerkt habe, mein Körper hat gesagt, das reicht. Und dann habe ich beim fünften auch gesagt, ich heute nicht. Das war alles völlig in Ordnung. Also es ist null, es ist alles völlig freiwillig. Aber die waren halt alle wirklich so committed, dass sie das auch wirklich gemacht haben. So, also das dazu. Aber wie gesagt, wenn es euch interessiert, gerne in die Kommentare schreiben. Dann sage ich da, erzähle ich da gerne noch ein bisschen mehr von den Inhalten sozusagen. Unten in der Verlinkung die Webseite von dem Zentrum und als Videoverlinkung zu Ikaros. Das sind diese Gesänge, die von den Pflanzen den Schamanen oder den Praktizierenden einfach im Ayahuasca oder auch so in dem intensiven Kontakt einfach übergeben werden als Heilmöglichkeiten, als Heilgesänge. Und die dann eben für jemanden gesungen werden, in der Zeremonie oder sogar persönlich für jemanden. Und die sind sehr besonders und die verlinke ich einfach mal. Es gibt einen schönen Kanal hier auf YouTube mit Heilgesängen. So, das dazu und dann wie immer gerne, wenn es euch gefallen hat, wenn euch das was gibt und wenn euch die Beiträge gefallen und helfen, dann gerne einen Daumen hoch, gerne ein Abo, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Ich glaube, die meisten haben aber abonniert und gerne auch kommentieren und gerne auch teilen, wenn ihr das Gefühl habt, das könnte jemand anders interessieren, gerade mit dem Ayahuasca. Vielleicht kennt ihr jemanden, der das selber mal überlegt, ausprobieren möchte, Interesse daran hat, gerne auch teilen. Und ich werde in nächster Zeit ein bisschen mit neuen Videos, also ich werde ein paar neue Videos hochladen, ich werde ein bisschen das Ganze auffrischen. Ich habe mich weitergebildet in Videogestaltung und so weiter und werde das ein bisschen moderner machen und ein bisschen frischer. Also nicht wundern, wenn das ein bisschen anders aussieht von den Thumbnails und den Impressionen. Ich probiere einfach mal ein paar Sachen aus. Und genau, mit der Monetarisierung, wie gesagt, ich habe da keinen Einfluss drauf gehabt. Vor 1,5, 2 Jahren hat YouTube das automatisch gemacht. Ich habe mich da immer ganz bewusst dagegen entschieden. Das hatte ich auch in einem der Kommentare geschrieben. Ich habe mich ganz, ganz viele Jahre immer ganz bewusst gegen eine Monetarisierung, also gegen Werbeeinnahmen entschieden, weil ich finde, das passt nicht zu den Inhalten meines Kanals. Das ist einfach ein reiner Service. Also mein YouTube-Kanal ist ein reiner Service. Es war immer so gedacht. Das ist so und das wird so bleiben. Nur vor 2 Jahren hat YouTube dann beschlossen, dass YouTube alle Videos monetarisiert, also an allen Werbung schaltet. Und ich hatte da überhaupt keinen Einfluss mehr drauf. Jetzt ist das so, dass ich das wieder selber übernommen habe. Das heißt, ich monetarisiere jetzt die Videos, damit ich gestalten kann, dass die Werbung wirklich nur am Ende kommt. Das heißt, ihr könnt die überspringen oder abschalten oder wie auch immer. Das ist mir wichtig. Also es ist besser jetzt, hoffe ich, als vorher. Und schreibt das auch gerne in die Kommentare, ob es jetzt besser ist mit der Werbung. Das war meine Idee dahinter. Okay, dann für heute, für diese Woche. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.